Immer wieder sind wir schockiert und ratlos über schwere Gewaltverbrechen, die ohne oder aus nichtigen Gründen passieren. Sieben Tage Sonntag, so heißt der am Donnerstag in unseren Kinos startende Film, der auf Tatsachen beruht und einen solchen Fall beschreibt. Was macht junge Leute zu brutalen Mördern? In Italien ging vorgestern die Verhandlung in einem spektakulären Mordfall in eine neue Runde. Die schöne Studentin Amanda Knox soll 2007 einen bestialischen Mord begangen haben. Die Angeklagte, um die sich die italienischen Medien reißen, behauptet, sie sei unschuldig. Die Indizien sprechen dagegen. Doch die Richter verzweifeln vor allem an der Frage nach dem Motiv. Amanda Knox, 21, Studentin. Angeklagt eines brutalen Mordes, der Europa beschäftigt. Irgendwelche Sexspiele, Drogenrausch. Sie und ihr Freund sollen ihr, einer Mitstudentin, die Kehle durchgeschnitten haben. Junge Leute, wohlhabende Elternhäuser. So eine grausame Tat? Warum? Diese Bilder schockierten im Dezember 2007 das Land. Zwei Jugendliche in der Münchner U-Bahn treten einen Mann fast zu Tode. Auch hier extreme Gewalt und ein nichtiges Motiv. Der Mann bat die beiden nicht zu rauchen. Zwei unterschiedliche Fälle, aber beiden gemein ist die Brutalität und scheinbare Grundlosigkeit des Geschehens. Was bringt Menschen dazu, andere auszulöschen? Einfach so. Jetzt kommt ein Spielfilm in die Kinos, der die wahre Geschichte von zwei erst 16-jährigen polnischen Jugendlichen erzählt. Auch sie haben brutalst zugeschlagen. Wieder einfach so. Einen Mann ermordet mit einer abgeschlagenen Flasche. Das scheinbar fehlende Motiv und die extreme Gewalt, das war für den Regisseur dieses Films Anlass für eine jahrelange Recherche. Also der Grund, warum ich einen Film gemacht habe, war ja wirklich auch so für mich die Frage nach das Warum. Und je mehr ich in die Geschichte einstieg, desto weniger Antworten und so mehr Fragen kamen eigentlich. Der Fall ereignete sich bereits vor 12 Jahren in Polen. Zwei jugendliche Schulabbrecher, die rumhingen, für die 7 Tage Sonntag war. Über sie hatte der Regisseur einen Zeitungsartikel gelesen, in dem von einer unbegreiflichen Wette berichtet wurde. Du willst dann umbringen? Ich wette, du hast es nicht drauf. Wie konnte aus dieser absurden Wette tödlicher Ernst werden? Nils Laupert wollte es wissen und fuhr nach Polen. Die Täter sind inzwischen 28 und immer noch im Gefängnis. Laupert hat sie dort befragt. Doch wirkliche Antworten hat er von ihnen nicht bekommen. So wie Helden hätten sie sich gefühlt, mehr wussten sie selbst nicht. Ich war aufgeregt und habe an nichts gedacht. Ich habe daran gedacht, wie ich ihn töten kann. Das ist alles. Ich habe Adrenalin gespürt. Wenn man von Motiven spricht, dann ist das einfach, da ist eine Leere da, da ist ein Raum da, der gefüllt werden kann. Also so eine Frage, ich wette, du traust dich nicht, einen Menschen umzubringen, würde an mir abprallen und an allen anderen wahrscheinlich auch. Und warum so eine Frage da überhaupt so einen Nährboden findet, ist, weil da einfach Platz da ist, der nicht durch was anderes gefüllt wird. Was anderes? Lebenssinn? Was ist das? Wolltest uns wohl verarschen, du Wichser? Schlagen, um sich überhaupt mal zu spüren. Schlagen gegen die Sinnlosigkeit. Treten gegen das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. Bringt das letztlich Selbstachtung für so einen 16-Jährigen aus der Plattenbausiedlung? Er will ein Held sein, ja. Also Held übersetze ich, er will diesen Respekt haben. Diese Tat zu tun, die einen raushebt aus dem schamvollen Alltag, in dem man ist, das ist oft und häufig ein Motiv für schwere Gewalttaten. Wenn ihr was erreichen wollt, müsst ihr schauen, dass die Leute euch respektieren. Scheißegal, was ihr macht, Hauptsache ihr zieht's durch. Seht das Fahrrad da? Lauperts Film beschreibt so eine Welt, die aggressiv macht. Eine Welt ohne Lebenssinn und Zuwendung, die Menschen zerstört. Und das kann auch Leute aus wohlhabenden Verhältnissen treffen. Wie vielleicht im Fall der Studentin Amanda Knox. Keine Plattenbausiedlung und auch kein sogenannter Migrationshintergrund, wie bei den U-Bahn-Tätern. Eine Leere, die vielleicht in all diesen Tätern herrschen könnte, erzeugt das Gefühl, dass das eigene Leben keinen Wert hat. Und dadurch letztlich eine krankhafte Scham vor sich selbst. Scham ist ein unerträgliches Gefühl. Und das direkte Mittel, um Scham
zu bekämpfen, das Schamgefühl in mir, diesen Schmerz, ist, dass ich unmittelbar Gewalt ausübe gegen einen anderen Menschen. Und in dem Moment einer Gewalttat füllt sich das selbst mit irgendwas an. Ja? Und es füllt sich an mit dem, was man bei dem anderen kaputt macht. Der Mord schafft Wichtigkeit. Das Gefühl, überhaupt zu existieren. Und dadurch lassen sich lange Haftstrafen danach und auch die Schuldgefühle leichter ertragen. Leichter als das Gefühl, ein Niemand zu sein. Das hat bei all den Fällen offenbar so funktioniert. Sich mit der Tat den lange vermissten Respekt verschaffen. Man ist wer. Und spürt sich. Man bekommt Zuwendung. Wenigstens von Polizei, Gericht und Medien. In diesen Klicken von Jugendlichen oder jungen Menschen, in denen Sex unter Umständen wahrscheinlich auch bestimmte teure Rauschmittel eine große Rolle spielen, bestimmtes Auftreten, eine ähnliche Hohlheit, Leere und mangelndes Gefühl für sich selber vorhanden ist wie bei diesen armen Plattenbautätern. Arme Täter? Arm, weil das Gefühl von Wertlosigkeit, wie auch der Film zeigt, sie zunächst auch zu Opfern gemacht hatte.